Hallo, liebe Kollegen aus dem Unterrichtswesen Ostbelgiens. Mein Name ist Henri Lennart. Ich habe an der Universität Lüttich mathematische Wissenschaften studiert und unterrichte diese seit 1986. Seit 1992 am César-Franck-Athenäum in Kelwis. Ich würde Ihnen euch hier gerne einen möglichen Weg zu einer rahmenplankonformen Leistungsermittlung und Leistungsbewertung im Fach Mathematik vorstellen. Die Grundlagen der Überlegungen dazu sind die folgenden. Zuerst einmal das Gebäude zur Implementierung und Umsetzung der Rahmenpläne. Die aktuellen Rahmenpläne für das César-Franck-Athenäum, unser Schulprojekt, unser Fachcurriculum. In unserem Fachcurriculum wurden die inhaltsbezogenen Kompetenzen aus den Rahmenplänen textuell übernommen und je nach dem Schuljahr aufgeteilt. Die Reihenfolge der einzelnen Kapitel ist im Fachcurriculum festgehalten, so dass die horizontale und die vertikale Absprache unter den Kollegen des CFA-Mathe-Teams nachhaltig gesichert ist. Auch zur Leistungsermittlung und Bewertung ist alles, was im Mathe-Team des CFA gemeinsam beschlossen wurde, im Fachcurriculum verankert. Das Fachcurriculum enthält die vorgesehene Tabelle zu den Maximalpunkten aus dem Leitfaden des GUB sowie auch die kollegial festgelegte Gewichtung der Maximalpunkte zu den jeweiligen Anforderungsebenen pro Stufe. Das CFA-Mathe-Team hat auch versucht, das Überschneiden des Arbeitsverhaltens und Sozialverhaltens mit der Bewertung der fächerübergreifenden Kompetenzen zu vermeiden und die Überlegungen zusammengefasst im Fachcurriculum festgehalten. Die kollegial vorgesehene Reihenfolge der Kapitel wurde in die CFA-einheitlichen Arbeitspläne übertragen. Die inhaltsbezogenen Kompetenzen sind in den Arbeitsplänen pro Kapitel unterteilt und in Schülersprache formuliert. In den Arbeitsplänen trägt jeder einzelne Lehrer zum jeweiligen Thema seine eigenen Unterrichtsmethoden und seine persönlichen zusätzlichen Anmerkungen zur Leistungsermittlung und Bewertung ein. Beide Dokumente, Fachcurriculum und Arbeitsplan, sind unbedingt erforderlich und ergänzen sich gegenseitig. Wir haben im CFA-Mathe-Team einheitliche, rahmenplankonforme Unterrichtsunterlagen erstellt, die alle gleichartig strukturiert sind. Sie sind zweisprachig gehalten. Am Anfang jeden Kapitels findet der Schüler die zu erzielenden inhaltsbezogenen Kompetenzen, so wie sie im Arbeitsplan des Lehrers stehen, und am Ende jeden Kapitels findet der Schüler eine Möglichkeit, selbst einzuschätzen, inwiefern er diese Kompetenzen erreicht hat. Der Leitfaden zur Leistungsermittlung und Leistungsbewertung des GUB, den Empfehlungen zur Leistungsermittlung und Bewertung in kompetenzorientiertem Unterricht, sind wirklich sehr viele gute Ideen zu entnehmen. Ein weiteres wichtiges Dokument besteht aus den CFA-schulinternen Richtlinien der Ermittlung und Bewertung von Schülerleistungen. Das CFA-Mathe-Team hat ein Abfragenmuster entworfen, in dem wir deutlich zwischen den drei Anforderungsebenen unterscheiden. Auf der Suche nach einer möglichen rahmenplankonformen Schülerleistungsermittlung und Bewertung stößt man zwangsläufig auf dieses 3D-Modell aus den Rahmenplänen und muss sich dann die Frage stellen, wie können wir Mathematiklehrer
Kernkompetenzen, inhaltsbezogene Kompetenzen, fächerübergreifende Kompetenzen, Anforderungsebenen, formative Evaluation und normative Evaluation in unser Bewertungssystem für Schüler sowie für Eltern transparent einfließen lassen. Eine mögliche Antwort wäre: Das geht nicht. Wie sollen wir das denn machen? So viel kann man nicht unter einen Hut bringen. Doch nach den Mottos: Wer dagegen ist, findet Gründe, wer dafür ist, findet Wege, oder auch Wege entstehen, indem man sie geht, hier ein Ansatzversuch. Man könnte das bestehende Abfragen- und Prüfungsmuster durch das folgende ersetzen, auf das ich jetzt etwas näher eingehen möchte. Nehmen wir als erstes Beispiel eine Abfrage aus dem vierten Jahr. Im Kopfteil des Fragebogens sind die inhaltsbezogenen Kompetenzen und die einzelnen Kernkompetenzen gekennzeichnet mit K0 bis K6. Bei dem Test wird transparent unterschieden zwischen den drei Anforderungsebenen reproduzieren, anwenden und transferieren. Schauen wir mal Frage 1. Schreibe und beweise die Formeln von Vieta. Bei dieser Frage kann das Kommunizieren separat bewertet werden, denn hat der Schüler die Frage verstanden? Weiß der Schüler, was das ist, die Formeln von Vieta? Und kann der Schüler sich in seiner Antwort verständlich ausdrücken? Hier kann auch das Argumentieren, K3, separat bewertet werden, denn dazu eignet sich ein Beweis. Der Schüler sieht im Voraus, welche Kernkompetenz getestet wird, weil die Maximalpunktzahl eingetragen ist. Schauen wir mal Frage 2. Löse die folgende Gleichung ohne Taschenrechner, das heißt, schreibe die Auflösungsetappen strukturiert auf. Das ist eine Gleichung zweiten Grades. Der Taschenrechner kann diese Gleichung lösen, aber er kann die Etappen nicht aufschreiben. Photomat sehr wohl, aber Photomat darf der Schüler ja während einer Abfrage nicht gebrauchen. Bei solch einer Frage kann das Argumentieren K3, aber auch das Strukturieren K4 separat bewertet werden. Die Frage wurde nämlich im Vorfeld dementsprechend gestellt. Schauen wir mal Frage 4 beim Transferieren. Hier ist eine Zeichnung vorhanden. Wir lesen die Frage: Die Seitenlänge des Quadrats A, B, C, D beträgt 1 Meter. Der Punkt P liegt auf der Diagonalen AC. Frage: Wo genau muss man diesen Punkt P wählen, damit die Summe der Flächeninhalte der zwei dunklen Quadrate 0,75 Quadratmeter beträgt? Hier steht dunkle Quadrate und nicht braune Quadrate, weil der Schüler ja eine Schwarz-Weiß-Fotokopie erhält. Beim Lesen und beim Lösen dieser Aufgabe bedient man sich dieser Zeichnung. Der Schüler nutzt auch die Zeichnung, um die unbekannte x zu stellen. Deshalb kann man das Darstellen verwenden, K1, separat bewerten. Es gibt mehrere Lösungsmöglichkeiten zu dieser Aufgabe. Also kann das Lösungsstrategien entwickeln, K5, separat bewertet werden. Vielleicht hat der Schüler die Aufgabe nicht richtig gelöst, sehr wohl aber einen cleveren Lösungsweg herausgefunden. Hier eine Abfrage aus dem fünften Jahr. Ich möchte hier etwas näher eingehen auf die Frage 3. Eine Leiter lehnt an einer Wand. Auf welchem geometrischen Ort bewegt sich eine Person, die am ersten Drittel von oben auf der Leiter steht, wenn diese Leiter ins Rutschen kommt? Rechtfertige deine Antwort.
Bei dieser Aufgabe werden das Lösungsstrategien entwickeln, K5, sowie auch das Modellieren, K6, separat bewertet. Auf das Modellieren möchte ich jetzt etwas näher eingehen. Der Schüler beginnt die Auflösung der Aufgabe durch Modellieren. Die Leiter wird durch eine Strecke modelliert und die Person durch einen Punkt. Jetzt wählt der Schüler sein Bezugssystem, das heißt, er wählt den Ursprung und bestimmt die Achsen. Der Fußboden wird durch die X-Achse modelliert und die Wand wird durch die Y-Achse modelliert. Die Wahl eines Bezugssystems kann also der Kernkompetenz Modellieren K6 untergeordnet werden. Um herauszufinden, welcher der geometrische Ort ist, wird der Schüler bestimmt sagen, die Koordinate von dem Punkt P nenne ich jetzt x, y, und dann versucht er anhand dieser Koordinate die kartesische Gleichung des geometrischen Ortes herauszufinden. Bei GeoGebra haben wir einen kleinen Vorteil. Wir bestimmen diesen Winkel Lambda und lassen diesen Winkel Lambda variieren und hinterlegen dem Punkt P beim Herunterrutschen der Leiter eine Spur. Und so können wir dank GeoGebra den geometrischen Ort bestimmen. Der Schüler wird herausfinden, dass der geometrische Ort als kartesische Gleichung diese Gleichung der Ellipse hat. Und am Ende der Auflösung wird er zurückkehren zur Anfangssituation und wird dann feststellen, dass in seinem Modell nicht die ganze Ellipse der geometrische Ort ist, sondern nur der Viertelteil der Ellipse, für den x und y beide positiv sind. Bei einer Abfrage im sechsten Jahr stelle ich diese Transferaufgabe. Dieses kleine Häuschen habe ich gezeichnet in einer Testversion von einem 3D-Zeichenprogramm namens SketchUp. Die Aufgabe lautet, berechne die Amplitude des Winkels, den die zwei Dachflächen FAD und FBE bilden. Bei dieser Aufgabe kann das Darstellen verwenden K1 separat bewertet werden, denn diese grafische Darstellung und diese angegebenen Maße verwendet der Schüler, um Koordinaten und Gleichungen zu bestimmen. Das Modellieren K6 kann ebenfalls separat bewertet werden, denn der Schüler wählt ein Bezugssystem des 3D-Raumes oder er nimmt dieses vorgezeichnete und die Dachflächen werden als Ebenen modelliert, obwohl sie in Wirklichkeit keine Ebene sind, weil sie ja eine gewisse Dicke haben und sie sind nicht wirklich eben wegen der Dachziegel. Trotzdem kann man diese Aufgabe so modellieren. Soll eine Bewertung, die dann letztendlich hier oben eingetragen wird, als formativ angesehen werden, so setzt man das Ergebnis einfach zwischen Klammern und kennzeichnet diese mit formativ. So macht man auch schön den Unterschied zwischen normativer Bewertung und formativer Bewertung. Es ist nicht möglich und auch nicht erforderlich, zu jedem Thema alle Kernkompetenzen zu testen. Aber das Schuljahr sollte so geplant werden, dass insgesamt in jeder Periode, so wie bei jeder Prüfung, alle Kernkompetenzen getestet werden und in allen drei Anforderungsebenen getestet wird. Um zu überprüfen, ob das machbar ist, habe ich alle Abfragen und Prüfungen für drei Klassen und für drei Schuljahre vorbereitet. Es geht. Auch bei einer Prüfung kann man solch ein Bewertungssystem einsetzen. Hier zum Beispiel eine Prüfung aus dem vierten Jahr. Kommen wir mal zur Frage 4. Löse die folgende Ungleichung, diese da. Zum Lösen dieser Ungleichung erstellt der Schüler eine Zeichentabelle
so, dass das Darstellen verwenden K1 bewertet werden kann. Darstellungen müssen nicht unbedingt grafisch sein. Hier ist die Darstellung eben die Zeichentabelle. Hier werden sogar drei Kernkompetenzen separat bewertet. Wegen dem Schwierigkeitsgrad beim Transferieren soll der Schüler 2 von 3 Aufgaben lösen. Dazu muss der Lehrer natürlich im Vorfeld die 3 Aufgaben so vorsehen, dass jeweils dieselben Kernkompetenzen separat getestet werden, sonst funktioniert das nicht. Idealerweise sollte eine Prüfung durch eine Pause in 2 Teile zerlegt werden. Und im 2. Teil geht man genauso vor wie im 1. Es wird in den 3 Anforderungsebenen gearbeitet. Es werden wieder einzelne Kernkompetenzen separat bewertet und beim Transferieren kann der Schüler wieder wählen unter 3 Aufgaben, von denen er 2 lösen soll. Dieses Bewertungssystem ist auch bei mündlichen Prüfungen anwendbar. Hier zum Beispiel mündliche Prüfungen im 5. Jahr. Für jeden einzelnen Schüler ist ein separater Fragebogen vorbereitet worden, in dem dieselben Bewertungskriterien angewendet werden. Bei einer mündlichen Juniprüfung im 6. Jahr muss zusätzlich bedacht werden, dass alle 4 bearbeiteten Themenfelder in den einzelnen Fragebögen für jeden Schüler vertreten sein sollten. Diese Themenfelder sind erstens die Analysis, die die Integrale beinhaltet, dann die Algebra, sprich komplexe Zahlen, Kombinatorik und das Newtonsche Binom, die analytische Raumgeometrie und viertens die Wahrscheinlichkeiten. Das ist zwar schwierig, aber machbar. Schauen wir mal in diesem Fragebogen. Beim Reproduzieren sind wir im Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Beim Anwenden sind wir zuerst im Bereich der Analysis, die Integrale, danach, in der nächsten Frage, sind wir in der analytischen Raumgeometrie und beim Transferieren sind wir letztendlich im Algebra-Bereich. Im nächsten Fragebogen für den nächsten Schüler sind wir beim Reproduzieren in Algebra, bei den 2 Anwendungsfragen einmal in Analysis und dann in der analytischen Raumgeometrie und beim Transferieren sind wir im Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Es ist schwierig, aber machbar. Solch ein Bewertungssystem erfordert natürlich sehr viel Vorarbeit seitens des Lehrers. Aber die Qualität eines Unterrichts steckt sowieso in der Vorbereitung des Lehrers und in der Aktivität des Schülers. Etwas Arbeit kann man wieder einsparen durch ein Notenheft zu diesem Bewertungssystem. Hier möchte ich eins vorstellen. Wir sehen hier das Notenheft vom Schüler Marie Curie. Im Kopf dieses Notenheftes sind nochmal die mathematischen Kompetenzen aufgelistet, auch die 3 Anforderungsebenen, die fächerübergreifenden Kompetenzen, kurz genannt die FÜGS, sowie auch Schülerbewertung und Lehrerbewertung zu diesen fächerübergreifenden Kompetenzen. Alles, was im Notenheft mit kräftigem Gelb hinterlegt ist und fett eingerahmt ist, ist letztendlich das, was im Zeugnis des Schülers erscheinen wird. Solch eine Seite haben wir dann auch für den 2. Schüler, Albert Einstein. Und wir konzentrieren uns jetzt mal auf dieser Notenseite für den Schüler Mr. Bean. Nehmen wir einmal an, im 1. Kapitel bezüglich der reellen Zahlen habe Mr. Bean folgende Ergebnisse erhalten. Bei der 1. Frage für die inhaltsbezogenen Kompetenzen 5 Punkte von 6. Nehmen wir mal an, bewertet wurden diese 2 Kernkompetenzen und das sind die Ergebnisse. Excel rechnet dann sofort das Total fürs Reproduzieren aus.
Genau dasselbe funktioniert beim Anwenden und beim Transferieren. Das heißt, hier brauche ich eigentlich nur einzugeben, was der Schüler kompetenzmäßig erhalten hat, zum Beispiel so, und bei der dritten Frage hat er 1 erhalten, da wurde dann auch noch das Problem lösen bewertet, sowie auch vielleicht das Modellieren. Und bei der dritten Frage, das hat der Mr. Bienwirt bisher gut gemacht, da haben wir hier 6 und da zum Beispiel 2 und da auch nochmal 2. Excel rechnet sofort die Gesamtergebnisse zu dieser Abfrage aus. Ich habe hier mal im Vorfeld für die nächsten Abfragen die Punkte eingetragen und das führt dann letztendlich am Ende der Periode zu dieser Seite, bei der der Lehrer gar nicht mehr viel ausrechnen muss, diese Ergebnisse der einzelnen Kernkompetenzen jeweils auf 10 berechnet, sind hier automatisch eingetragen. Auch die Ergebnisse zu den einzelnen Anforderungsebenen sind automatisch eingetragen. Zu den fächerübergreifenden Kompetenzen muss der Lehrer nur die Schülerbewertung einholen und selbst auch diese einzelnen Kompetenzen bewerten. Und dann rechnet Excel automatisch den Durchschnitt von diesen Bewertungen und überträgt das hier automatisch mit der Gewichtung, die das Mathe-Team kollegial festgelegt hatte. Hier schreibt der Lehrer dann noch eine kurze Bemerkung, die im Zeugnis stehen wird. Und der Lehrer kann hier auch noch das Arbeitsverhalten und Sozialverhalten eintragen. Bei den Prüfungen funktioniert das System genauso. Hier geben wir nur die Ergebnisse zu den einzelnen Kompetenzen ein. Die Gesamtergebnisse werden dann automatisch berechnet. Das führt dann automatisch auch zur Note, die im Zeugnis eingetragen wird. Nach den Weihnachtsprüfungen findet ein Klassenrat statt und hier rechnet Excel automatisch aus Gesamtergebnis der ersten Periode und der Dezemberprüfungen. Hier braucht der Lehrer nichts mehr zu machen, das funktioniert alles automatisch. Nehmen wir einmal an, Mr. Bean habe wirklich nur 33% bis jetzt erhalten, dann erscheint hier ein roter Punkt. Nehmen wir mal an, Mr. Bean hätte es doch ein bisschen besser gemacht und er hätte 52% erhalten, dann erscheint der Punkt orange. Nehmen wir einmal an, Mr. Bean habe wirklich gut gearbeitet und er hat 75% erhalten, so erscheint dieser Punkt automatisch grün. Genau dasselbe System funktioniert für das Zwischenzeugnis. Das Zwischenzeugnis ist im Arbeitsplan hier vorgesehen. Also wird Excel automatisch das Gesamtergebnis bisher berechnen. Bei 25% ist das Ergebnis in Rot eingetragen und unterstrichen. Der Punkt erscheint in Rot. Bei, sagen wir mal, 53% erscheint der Punkt in Orange. Und ab 60% erscheint der Punkt in Grün. So kann man durch solch ein Notenheft etwas Arbeit einsparen. Und genau dasselbe funktioniert dann für jeden Schüler, so wie auch hier für den nächsten Isaac Newton. Zur Transparenz dieser kompetenzorientierten Bewertung könnte der Lehrer jedem Schüler dem Zeugnis einen Auszug aus dem Notenheft beilegen oder auch zum Beispiel per Teams zusenden. Um die Schülerbewertung zu den fächerübergreifenden Kompetenzen einzuholen, könnte der Lehrer ein Blatt vorsehen, das auch nach der zweiten Periode benutzt wird, damit der Schüler seine eigene dementsprechende Entwicklung einschätzen kann. Die Umsetzung von einem solchen Bewertungssystem führt natürlich direkte Konsequenzen mit sich und dazu sollte man sich das Gebäude von oben betrachten. Selbstverständlich macht es nur Sinn, Kernkompetenzen separat zu bewerten, wenn diese im Unterricht eingeübt worden sind.
In den Einleitungen zum Unterricht soll das Bewertungssystem für die Schüler und für die Eltern am Anfang des Schuljahres schriftlich erklärt werden. Die Arbeitspläne sowie auch das Fachcurriculum müssen diesem Bewertungssystem angepasst werden, wobei der Fachteamleiter seine Rolle zu spielen hat. Vielleicht hat das Ganze sogar einen Einfluss auf das Schulprojekt, sowie auch letztendlich auf die Rahmenpläne selbst, falls diese neu überarbeitet werden. Fazit: Im Unterrichtswesen steht und fällt alles mit der Bewertung. Uns Lehrern bietet sich die Möglichkeit, die jungen Leute zu Selbstständigkeit und Eigenverantwortung heranzuführen, indem wir gerecht bewerten, und zwar das, was die Schüler können und nicht das, was sie nicht können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Henri Lennart.